Reine Fichten- oder Kiefernwälder, also Monokulturen, haben keine Zukunft mehr. Denn sie sind anfälliger für Parasiten und Schädlinge, die sich durch den Klimawandel besonders stark vermehren. Deshalb braucht es einen artenreichen Mischwald. Neben heimischen Bäumen wie Lärchen, Buchen, Bergahorn und der Eiche könnten mediterrane Bäume wie Douglasie, Edelkastanie, Robinie, Tulpenbäume und Eichen aus Italien oder Griechenland eine Rolle spielen. Klimamodelle rechnen mit einer Erwärmung zwischen 2 Grad und 6 Grad. Ob dieser Mischwald der Zukunft aber wirklich die Lösung dafür ist, kann keiner mit Sicherheit voraussagen. Tja, das klingt nach einem teuren Experiment, Professor Schmid. Das dauert doch auch 10, 20, 30 Jahre, bis dann die neuen Bäume gewachsen sind. Haben wir überhaupt die Zeit? Das dauert noch viel länger. Also die Umtriebszeit im Forst sind bei 100 bis 150 Jahre und die Bäume werden auch locker 200 bis 300 Jahre alt. Also wir sind natürlich hier in einem Bereich, wo wir heute pflanzen, also Bäume pflanzen. Und die werden ein Klima erleben, was wir persönlich nicht mehr erleben werden, was in 200 Jahren eintritt. Also wir müssen jetzt schon so weit vorausdenken, dass wir jetzt die richtigen Bäume pflanzen, damit sie den Klimawandel aushalten, der hier in 150 bis 200 Jahren in Deutschland vorherrschen wird. Aber Sie hatten eben ja schon gesagt, Douglasie wird ein bisschen skeptisch gesehen. Warum? Weil es ein nicht einheimischer Baum ist und unsere Ökosysteme sind natürlich ausgerichtet auf Pflanzen und Bäume, die hier in Europa vorkommen und damit gut zurechtkommen. Deswegen ist das so ein bisschen kritisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, Wald ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Da muss natürlich auch etwas erwirtschaftet werden. Und deswegen muss man sich wahrscheinlich damit abfinden, dass man Douglasie pflanzt, aber auch einheimische Bäume pflanzt. Was man vor allem nicht mehr machen sollte, sind so Monokulturen, wo man über viele, viele Kilometer ein und dieselbe Pflanze haben, sondern da muss man jetzt durchmischen, damit auch der Wald resistenter und resilienter gegen den Klimawandel ist, der da eintreten wird. Der Wald wird ja auch nicht umsonst die grüne Lunge genannt. Reicht das, um den Klimawandel denn aufzuhalten, wenn wir das jetzt alles aufforsten würden? Also den Klimawandel halten wir allein durch den Wald nicht auf. Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass der Wald natürlich viel CO2 bindet, also Kohlenstoff bindet, durch die Biomasse, die da erzeugt wird, ist also auch ein wichtiger Faktor, um hier den Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ich habe auch mal gelesen, im Wald kann es bis zu 15 Grad kälter sein als in einer aufgeheizten Stadt. Wahnsinn. Professor Moslehner, das kostet doch alles wahnsinnig viel Geld, das jetzt alles aufzuforsten. Erstmal wie viel und wer zahlt? Ja, es gibt da Studien. Ich erinnere mich da an eine Diskussion in der Bundesregierung, wo man von 800 Millionen über 4 Jahre verteilt gesprochen hat. Das ist schon mal eine Menge Holz, auch bildlich gesprochen. Das wird natürlich Geld kosten. Auf der anderen Seite muss man ökonomisch natürlich auch sehen, der Wald hat viele Funktionen. Einmal produziert er das Holz, wie wir gerade gesagt haben. Auf der anderen Seite ist er ein wichtiger Wasserspeicher. Und ja, es ist angenehm, kühl. Sie hatten gerade die Temperatur erwähnt. Es ist, ist kühler und gemütlicher. Er hat einen großen Erholungswert für die Bevölkerung. Und es gibt auch Studien, die versuchen, das zu quantifizieren. Das ist natürlich schwierig, aber es gibt Studien, die sagen, nach der Erholungswert des Waldes könnte durchaus in die Größenordnung der Rohholzproduktion kommen. Und damit wird es natürlich wichtig, das zu erhalten und lohnt auch ein gewisses Investment. Tja, super viel erfahren. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Und hier unten gibt es noch mehr von Max. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, einfach hier unten abonnieren und am besten auch nochmal die Glocke aktivieren. Also, bis zum nächsten Mal.